Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Whisky Tales. Mein Name ist André und es ist Challenge Time. Ich wurde nominiert. Grüße und ein Dankeschön gehen raus an den lieben Norman vom Kanal Whisky Bubbler, der mich nominiert hat. Und deswegen lege ich heute mal los. Das fällt mir relativ leicht, zumindest was die Whiskys angeht. Denn das habe ich gestern alles erst runtergebetet bei Jason im Stream. Ich weiß gar nicht, ich versuche es mal oben zu verlinken. Sollte eigentlich funktionieren. So, deswegen sind die Whiskys eigentlich relativ einfach. Ich muss aber leider ein bisschen schummeln. Ich habe jetzt 6 Whiskys drinne. Es sei mir verziehen. So, und auch bei der Musik musste ich ein bisschen schummeln, weil ich habe nicht irgendwelche Alben, die mich geprägt haben. Es sind zwar Alben, aber es sind immer mehrere. So, also wenn ich jetzt irgendein Musikgenre, also 5 Musikgenres oder in meinem Fall 6, was dann aber auch doch noch wieder mehr sind, die mich irgendwo hingeführt haben oder die mich für irgendwas begeistert haben. So, und ich habe es halt jetzt immer abwechselnd gemacht. Zeitlich hat das jetzt keinen Zusammenhang. Viel von der Musik, die ich hier zeige, war halt auch schon deutlich vor der Whisky-Zeit. Gut, ich springe einfach mal rein. So, da sehen wir schon mal im Hintergrund Canadian Club. Ich glaube, das ist dieser billige, der überall in jedem Real und Rewe steht. Es ist ein kanadischer Blend mit Grain und ich würde fast tippen, dass es sogar amerikanischer Whisky da drin ist. Ich weiß es nicht genau. Canadian Club Import Company, Chicago, Illinois. Ja, ich kann es nicht genau sagen. Beam Suntory, na siehst du. Nee, ja, das war das erste Mal. Ich habe es auch schon auf meinem Kanal gesagt, aber ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Auf einer Gartenparty war die Cola noch nicht da. Es war eigentlich der Plan, Canadian Club mit Cola zu trinken. So schon mal eingeschenkt, den Canadian Club. Und ja, nö, hat mir sehr gut gefallen. Und das hat mich dann auf die Whisky-Schiene gebracht. So, dazu gehen wir weiter zur Musik. Und das war in erster Linie erstmal alles sowas Rockiges. Natürlich ganz früher auch mal ein bisschen Charts gehört, so dann hier, was weiß ich, was 94 Tour Unlimited und DJ Bobo und Culture Beat und den ganzen Mist. So, natürlich auch gehört, ja, kann ich mich nicht von frei machen, aber wo es dann wirklich, wo man halt nicht nur sich das angehört hat, sondern wo man angefangen hat, Musik zu hören. So, jetzt wird es richtig tiefsinnig. Red Hot Chili Peppers zum Beispiel stellvertretend dafür. Ich habe jetzt nochmal Tito und Tarantula, Tarantism mit drin, aber es gibt noch viele, viele mehr. War auch ein bisschen Punkrock damals, ein bisschen Green Day, Offspring, Smash Album und so weiter. Vieles gemixt, aber halt, ich sag mal, rockig. Ob es nun punkrockig war oder ich weiß gar nicht, wo ich Tito und Tarantula. Chill, Rock, keine Ahnung, Stoner, Groove, keine Ahnung. Bei Red Hot Chili Peppers wüsste ich auch nicht, jetzt wo ich jetzt das Untergenre so. Ich kann da auch Nirvana mit reinschmeißen, haben wir auch ein bisschen Grunge und all sowas halt. Querbeet, rockig, sage ich einfach mal. Aber zu der Zeit nicht zu heftig. So, es folgt Glenfiddich 12, denn das war der nächste Whisky, den ich mir. Oder der erste Scotch Whisky. Das ist der Whisky, der mich zum Scotch Whisky gebracht hat. Dann nach dem Canadian Club ging es den nächsten oder vermutlich den übernächsten Tag ins Internet und da hat man mal geguckt, Whisky, was ist denn da los und so. Und ein bisschen schlau machen, weil mir der Canadian Club halt so gefallen hat. Und da war es halt, ja, dieser oder ein ähnlicher. Das ist jetzt, glaube ich, ein italienischer hier mit der Banderole, den gab es. Das war hier nicht der Fall, aber halt diese Tube müsste es gewesen sein. Ja, kennt jeder. Damit ging es dann halt los. So, also der erste hat mich zum Whisky geführt. Der zweite, Glenfiddich, hat mich zum Scotch Whisky geführt. So, weitere Musikrichtung ist dann Death Metal gewesen. Stellvertretend hier mit Vader und Six Feet Under, wobei Six Feet Under, ja, ist Death Metal, aber coole Sachen, es wurde nochmal extremer, was weiß ich, auch Cannibal Corpse und hast du nicht gesehen, all sowas, konnte nicht krass genug sein, so, und hört ihr auch jetzt immer noch gerne, verschiedene Sachen, so, das sind jetzt auch so bekannte Sachen, natürlich konnte man als Metalhead auch nicht underground genug sein. Von daher viele Sachen, von denen die Welt noch nie gehört hat.
So, als dritten Whisky habe ich den Lafroig 10. Ich habe erst überlegt, den Lagavulin 16 als meinen ständigen Begleiter reinzunehmen. Aber mein erster rauchiger Whisky oder der mich ja zum rauchigen Whisky gebracht hat, ist der Lafroig 10 gewesen. Als erstes aufgemacht, gedacht, bah, nee, da kann irgendwas nicht stimmen mit der Flasche. Ne, man hört zwar alle sagen und man liest überall kein Anfängerzeug so und da soll man lieber die Finger von lassen. Erstmal so, verbotene Früchte schmecken am besten. Also muss die Flasche natürlich her. So, und obwohl ich das wusste, dass man sich daran stören kann, ich habe trotzdem gedacht, so, nee, das, was auch immer eigentlich der Sinn hier in dieser Flasche sein sollte, das, was ich hier an der Nase habe, das kann nicht so gewollt sein. Ja, aber innerhalb der einen Flasche hat sich ja meiner Ansicht gegenüber rauchigen Whisky von Ekel in Faszination umgewandelt. So, ich stand immer wieder auf dem Tisch, ich habe gedacht, die Flasche überlebt mich. So, und was heißt, ich stand nicht auf dem Tisch, aber stand halt im Regal und so. Und ab und zu immer wieder, ach, irgendwie musst du noch mal naschen, so irgendwie einfach noch mal Nase reinhalten und dann so. Und innerhalb der einen Flasche hinterher fand ich es halt ja geil. Und dann kam Lagavulin 16. Rest ist Geschichte. So, aber der Lagavulin 16 kam halt anschließend. Der Lafroig 10 war zuerst und deswegen hat er hier seinen rechtmäßigen Platz. So, und dann haben wir neben dem Canadian Club, der mich zum Whisky geführt hat, den Glenfiddich 12, der mich zum Scotch Whisky geführt hat, und dann den Lafroig 10, der mich zum rauchigen Scotch Whisky geführt hat. Weiter mit Musik, Drum and Bass, Neuro, Funk, ja, Noisia ist eine, ja, sagt man, Band, eine Musikgruppe. Spore ist hier noch ziemlich klein zu sehen, ist hier der Interpret, ziemlich schnelle elektronische Musik, also könnte man vielleicht auch das Death Metal der elektronischen Musik nennen. Es gibt, was heißt nicht bestimmt, es gibt sehr sicher noch krasseres Zeugs, so, wo man dann aber denkt, einfach eine CD springt. So krass ist es hier nicht, so, aber aus dem Genre auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingsalben. Und auch da gibt es natürlich noch endlos weitere, aber ja, ich will es jetzt nicht zu weit in die Länge ziehen. So, dann geht's weiter mit Whiskys. Und jetzt geht's eigentlich eher mit Meilensteinen aus meinem Whisky-Leben weiter. Und da haben wir diesen Kaulila. Und das ist ein Gordon MacPhail. Und den haben wir halt, der repräsentiert meine Zeit bei fassstark.de, die Gründung des Forums fassstark.de. Und das war unsere erste Exklusivabfüllung. Ihr seht's. Mega fette faststark.de vorne drauf. Ja, also erst das Forum, da war ich schon der glücklichste Mensch auf der Welt und dann die Flasche hinterher an der Stelle als junges Forum, Original Gordon MacPhail, Islay Firstfill, Firstfill Bourbon in diesem Fall. Ja, 13 Jahre und damit kommen wir dann rein, nachdem das Forum, ich weiß nicht, hat es da. Ja, wir haben es 2017 ist es gegründet und dann, der hier ist schon abgefüllt im April. So, also es waren ein paar Monate, wo das Forum auf war und dann kommen wir da mit so einem Ding rein. Mega, mega. So, stolz wie Bolle und diese Flasche. Es gab noch andere, es gab noch ein kleines. Wir hatten dann noch einen unnamed Orkney, Armagnacs. Ich weiß gar nicht, was noch. Irgendwie hatten wir noch einen Space Cider dann noch. Gab verschiedene Abfüllungen, so, aber das war die erste und das war halt, boah, ein Riesenerlebnis für mich irgendwie. So, geht weiter mit Metal und zwar diesmal nicht Death Metal, sondern Black Metal. Ja, eins der besonders coolen Alben meiner Meinung nach ist At the Heart of Winter von Immortal. Immortal hat auch noch weitere sehr gute Alben. Viele sagen immer, der alte Schriftzug, da war die Band noch cool so und mit dem neuen, das war alles Larifari so. Ich finde die Alben mit dem neuen Schriftzug tatsächlich besser. Der einzige Mensch auf der Welt, der das so sieht. So, aber ja, Sons of Northern Darkness, auch absolutes Brett. Gut, Dark Funeral und auch hier könnte ich noch Marduk und wie sie alle heißen hinterherwerfen. Ja, die besonders tanzbare Musik, was eigentlich die Bands sind, die auch der Tomic immer in seinen Videos auf seinen T-Shirts trägt oder wenn er unterwegs sind, in seinen Bus hört. So, und dieses Geknüppel läuft dann natürlich auch den ganzen Abend, wenn ich und Tomic uns mal sehen und wir dann einen Whisky-Abend machen. Dann gibt's Whisky und Geknüppel. So, weiter mit dem nächsten Whisky. Und das ist ein
That Boutique Whiskey Company, ich kann es mal ein bisschen größer machen, ist ein Bunner, ist dann exklusiv für Kirschwhisky und das ist tatsächlich das erste Fass gewesen, für das ich unterschrieben habe. Also wo ich wirklich Zettel und Papier hatte und da unterschreibe ich mit meinem Namen, bitte, ja, das wollen wir haben und dies und das und so, ja, für mich auch halt ein Meilenstein und vor allem dieser, man sieht schon, ich habe ihm 97 Punkte gegeben. So, da kann natürlich auch ein bisschen Hype bei sein für mich, einfach weil ich mich darüber freue, dass ich jetzt in meinem Namen ein Fass gekauft habe. So, ist zwar nicht für mich persönlich, sondern war für Kirsch, aber es war für mich halt einfach, ja, ich, in der Whisky, in dem Berufsleben Whisky, sage ich mal so, ich habe mich über das erste Fass gefreut, wo, was ich unterschrieben habe. Ich habe mich über die erste Flasche gefreut, wo ich ein Label draufgeklebt habe. Das waren einfach Erlebnisse für mich und da werde ich auch nie vergessen, was jetzt in welchem Falle wo der erste war. Und ich hätte jetzt auch noch Sonderserien mit Wikingern und Samurais und hast du nicht gesehen, irgendwie mit reinschmeißen können. Aber das war der erste, für den ich wirklich unterschrieben habe. Und wie es der Zufall so will, es war auch der einzige, für den ich unterschrieben habe. Denn alles andere bei Signatur, ich musste nie irgendwas unterschreiben. Geht eine Mail hin, hier, bitte das abfüllen, das Label, die Stärke, die Flasche, bla, so und dann Abfahrt. So, also wäre der nicht gewesen, hätte ich nie für irgendeinen unterschrieben, denn wäre irgendein anderes Fass natürlich das erste gewesen, was ich dann einfach halt so per Mail bestelle, sag ich mal, ohne Unterschrift. So, was ich hier noch sagen wollte, der Whisky war halt auch sehr, 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 sehr gut. So, und auch an dieser Stelle frage ich mich, ich habe eben schon gesagt, 97 Punkte habe ich gegeben, für einen Bunner in dem Alter, in Fassstärke, viel besser kann es für mich nicht sein. Ich frage mich bis heute, warum gibst du ihm nicht einfach 99 Punkte? 100 will ich mir auch von fernhalten, das ist diesen 100. Punkt, das müsste ein Whisky sein, der mir jeden Tag am besten von allen Whiskys schmeckt und den gibt es einfach nicht. So, aber viel besser, es war ja in diesem Fall ein Sherry Butt, steht bei Boutique leider nicht drauf. So, aber rundum ein grandioser Whisky. So, für das, also man könnte mal sagen, ja, wäre der noch älter oder noch dies oder noch das. Für mich persönlich, der, ja, genauso perfekt. So, warum nicht 99? Aber hat sich irgendwie nie ergeben, dass ich das ändere. Ihr kennt das selber bei euren Whisky-Wells, wenn ihr da heute noch rüberschaut, dann hat man wieder einen neuen und dann puzzelt man dann da ein und dann, ah, der war aber doch besser als der und dann fängt man da wieder an zu puzzeln. Einmal Note gegeben, dann bleibt das fertig aus. Gut. Weiter zur Musik und das ist jetzt eigentlich, sind wir da angekommen, was ich heutzutage so höre. Das ist jetzt Quantic, The Fifth Exotic. Nach dem ganzen Gedresche, ob nun manuelle, sage ich mal, Gitarrenmusik und davon das Gedresche oder elektronisch und davon das Gedresche, völlig andere Stilrichtung, eigentlich so Hintergrundmusik. Richtig chillig, richtig entspannt, kann man einfach im Hintergrund laufen lassen. Das ist halt Musik, die einfach im Raum ist, wo man einfach so ein Album durchlaufen lässt und nicht so, oh, jetzt muss ich Track 3 hören und dann muss ich Track 7 hören und nächstes Album. So, einfach, das ganze Album ist einfach ein Gedicht. So, und das ist so nebenbei. So, es ist, ich bin nicht so musikverrückt mehr, dass ich sagen würde, okay, das und das ist jetzt gerade meine Band, das und das ist jetzt gerade mein Album und was weiß ich, davon ist Track 5 und 7 halt das Tolle. Meistens sind es jetzt eigentlich nur noch einzelne Songs. So, aber das ist jetzt so ein Beispiel, wo man einfach durchlaufen lassen kann. Ein Gedicht. Portishead, Roseland, New York City, live. Ist eine, ich glaube, Trip-Hop nennt es sich. Auch sehr entspannte Musik und hier halt mit so einem Orchester mit dabei. Generell mag ich Alben mit so Orchestermusik. Gab ja auch hier Metallica als Name. Und generell, wenn ich vorne über Metal rede und auch Death Metal, natürlich hat man da dann im Dunstkreis von lauter Metalheads, natürlich hat man da auch, keine Ahnung, Maiden und Metallica und wie sie alle heißen. Die ganzen Klassiker hat man da natürlich auch gehört. So. Aber auch das Album, ja, fast schon ein bisschen depressiv. Ich weiß auch nicht, aber einfach, ah, schön.
So, Moon Safari, wer Portishead kennt, kennt auch dieses Album wahrscheinlich. Geht eigentlich gar nicht in eine ähnliche Richtung, aber spricht die gleichen Leute, glaube ich, an. Mochiba, The Big Calm, ja, auch ein Album, einfach durchlaufen. Lass es nicht so aufdringlich, es ist einfach schön. Was weiß ich, hatte ich mal im Holland-Urlaub ge gehört, wo ich da ein bisschen City-Hopping gemacht habe und Sehenswürdigkeiten, Sightseeing. Trip so einfach laufen lassen, gutes Wetter, Sonne war draußen, hat voll Spaß gemacht. Ja, das war halt das Urlaubsalbum, wenn man so will. So, jetzt habe ich meinen sechsten und nachdem ich den einen Whisky für fast stark fürs Forum hatte und den anderen Whisky für Kirsch repräsentativ, habe ich jetzt einfach mal den. Es ist nicht diese Abfüllung, es ist nicht unbedingt dieser Space Height, es ist nicht unbedingt, was auch immer es jetzt da drin ist. Es geht mir einfach darum, dass es halt einer aus diesem Jahr ist. Man sieht ja auch, dass das neue Label-Design, dass das Alter ein bisschen größer ist. Es ist, wenn man nicht genau darauf achtet, dann sieht man halt kaum, dass es einen Unterschied gibt. So, aber das ist jetzt halt das neue Design, wo ich dran mitgewirkt habe. Es ist die neue Core Range, wo ich dran mitgewirkt habe. Und das ist natürlich auch für mich, ja, ein Riesenerlebnis in dem Sinne, einmal in einer Brennerei oder beim unabhängigen Abfüller dabei gewesen zu sein, sowas, ja, auf die Beine zu stellen. So, und deswegen ist es jetzt der. Jetzt könnte auch jede andere Core Range Abfüllung von Signatori aus diesem Jahr sein. Das war jetzt die sechste. Ich habe gesagt, ich glaube, ich habe gesagt, dass ich jeweils eins quasi dazu gemogelt habe. Aber ja, wie beim Whisky, so ist es auch bei der Musik. Ich könnte jetzt sagen, das Einzige, was ich wirklich nie gehört habe oder nie so richtig, ist halt Hip-Hop und Rap. Sorry, lieber Babbler. So, aber auch da gibt es schöne, gute Sachen, die man sich gut anhören kann, ob die Texte nur lustig sind oder ob die Musik halt einfach sich gut anhört. Muss nicht immer alles super anspruchsvoll sein aus meiner Sicht. Wenn es sich einfach gut anhört und es gut reingeht und man da einen Ohrwurm von hat und da irgendwie Freude und Spaß dran hat, dann ist ja alles okay. So, aber wie beim Whisky, so auch bei der Musik. Vor allem bei Musik sage ich immer, auf jedem Scheißhaufen ist bisher eine Blume gewachsen. Und das ist bei Whisky genauso. Jede Brennerei, wenn man da nur ein paar von probiert, irgendwann hat man da eine richtige Granate bei. Und genauso ist es bei Musik. Da gibt es in jedem Genre gibt es da richtig, richtig gute Sachen. So, hier ist es, das sind jetzt einfach völlig durcheinander gewürfelte Sachen, die einfach überhaupt nichts miteinander zu tun haben, mehr oder weniger. So, das ist Vardruna, das ist nordische oder norwegische Folk Music, würde ich es einfach mal nennen. Das war jetzt, dieser Song ist Helvegen und das war jetzt ein Soundtrack quasi auch zu dieser Vikings-Serie, aber halt so eine Art Musik halt. So ist auch zum im Hintergrund laufen lassen, einfach passieren lassen. Lana Del Rey, ja, ich kenne es gerne. Ich kenne jetzt nicht die Alben, ich habe noch nie ein Cover von denen gesehen. So, aber wenn sie im Radio läuft, höre ich es einfach gerne. Also das ist jetzt stellvertretend für heutige Chartmusik. Würde ich mich nicht von frei machen. Holly Cook habe ich mal irgendwo zwischendurch ausgegraben. Ich würde sagen, es ist Reggae und dann halt mit Frauenstimme, was ja erfrischend anders ist. Und auch gerade, ja, gutes Wetter, Holly Cook und Abfahrt. So, und das sind alles so Sachen, auch die ich, ja, erzähle ich hinterher. Hans Zimmer, stellvertretend für zwei Sachen: einmal für klassische Musik, tatsächlich Klassikorchester. Habe ich mir sogar tatsächlich mal live reingezogen, auch mit einem Kollegen von Kirsch. Grüße gehen raus an den lieben Mike. Auch klassische Musik kann richtig, richtig gut sein. So, und er hat hier halt auch hier von Inception und sämtlichen Disney-Filmen und Batman, alles Mögliche. War ein richtig cooler Abend. So, und ja, Klassik muss dann laut. Ich kann mir auch so eine, wie heißt es denn, traditionelle Klassik, klassische Klassik, halt dann halt wirklich irgendwie Beethoven oder sowas mal reinziehen. Richtige Stimmung dazu, die jetzt nicht Krawallgebürst und Halligalli ist, sondern einfach eher entspannt. Kann auch alte klassische Klassikmusik gut sein. Ich weiß nicht. Schreibt mir gerne drunter, wenn ihr es wisst, wie man sowas nennt. Starwing, da bin ich jetzt auf dem Trip. Das ist ein Super Nintendo-Spiel, auch von Mario und Street Fighter und was weiß ich, verschiedene Spiele. Ich bin gerade so auf dem Trip und ziehe mir diese ganzen, ich glaube, 16-Bit, ja,
Super Nintendo Soundtracks rein, ganze Playlist davon erstellt, die Spiele zusammengesucht, die ich damals gespielt habe. Und das holt mich jetzt halt wieder voll ab. So, man fühlt sich gleich 30 Jahre jünger, wenn man das hört. Und ja, es ist jetzt eine Phase, wird nicht lange dauern, vermutlich, aber es ist halt. Ja, hier hatte ich vorhin nochmal geguckt, Jerry Goldsmith ist halt der, ja, ähnlich wie Hans Zimmer, halt so ein Filmmusiker. So, hier sieht man auch, was weiß ich, Rambo, Poltergeist, Casino Royale, viele Sachen, die man einfach kennt. Und Star Trek, was hat er nicht auch Star Wars gemacht, bin ich der Meinung. Müsste irgendwo bei den Alten sein. Ja, Planet der Affen. Es sind halt sehr, sehr viele Lieder oder sehr viele Soundtracks, die der halt gemacht hat. Was, ja, kann ich mir auch noch und nöcher reinziehen. So, und wie ich jetzt hier schon klassische Musik, Filmmusik, Super Nintendo Musik, Chartmusik und was weiß ich, wie gesagt, man kann sich von allem, oder ich kann mir zumindest sehr, sehr, sehr vieles anhören und bin auch sehr tolerant dafür geworden, eine Zeit lang. Mein Job vor Kirsch jetzt, war ich allein da, wo ich bin, und da konnte ich den ganzen Tag Musik hören, und da hatte ich für mich einen Sender gefunden, der hieß Funkhaus Europa. Den gibt es leider nicht mehr. Der wurde abgestellt für einen Sender, wo durchgehend deutsche Gossen-Rap-Musik läuft. Leider, leider, leider. So, aber den Kanal konnte ich mir halt anhören. Alles andere, die normalen Sender, dann, nach 3 Stunden fängt es wieder von vorne an. Das ging mir irgendwann so auf den Keks. So, und deswegen war es dann halt irgendwann Funkhaus Europa, und die haben nicht nur Europa gespielt, also die hatten eigentlich keine amerikanische Musik, keine englische Musik, ein bisschen deutsche, ja, aber eigentlich war es durchgehend, dann hast du mal ein Lied aus den französischen Charts, was du noch nie vorher gehört hast, also auch dann in französischer Sprache. Dann kam irgendwas aus portugiesischen Charts, dann kamen mexikanische Charts, dann kamen, was weiß ich, türkische Charts. Natürlich hast du dann wo zwischendurch auch mal so ein bisschen Gefiedel dabei, was du eigentlich nicht anhören willst. So, aber du hast halt die Abwechslung, und da habe ich so, so viele coole Sachen gefunden. Afrikanische Musik und was weiß ich, alles Mögliche aus aller Herren Länder, einfach mal über den Tellerrand gucken und was es noch gibt. Über den Tellerrand hören, müsste man jetzt, glaube ich, sagen. Nee, und da bin ich auf so viele Sachen aufmerksam geworden, und das waren eigentlich ja einzelne Songs. So, da wird man natürlich dann auch auf Alben aufmerksam, so, aber eigentlich waren es dann Songs, die habe ich mir dann, ja, war bei YouTube angemeldet, da habe ich mir dann eine Playlist gemacht und das da mal reingehauen, wenn was Tolles gerade lief. Da hat man immer die Playlist dann nebenbei laufen gehabt. So, also die Playlist von dem Radiosender, und konnte dann einfach Copy-Paste speichern, fertig, und dann hat man die Lieder alle beisammen. Gut, das soll's gewesen sein. Ich hau noch schnell 2 Nominierungen raus, und das eine ist selbstverständlich der Tomek. Und das andere, da nehme ich einfach mal den Whisky Club. Ich glaube nämlich, da geht's auch sehr in die Richtung Heavy Metal. Würde mich freuen, würde mich aber auch gleichzeitig wundern, wenn Sie das hier sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.